Walt, Sie haben hier eine gute Sache laufen, wie wir alle. Wollen Sie die für einen Junkie aufs Spiel setzen? Mir ist klar, dass Sie viel zusammen erlebt haben, aber der Knabe ist schon eine Weile auf der Kippe. Es ist längst überfällig. Was denn? Ich war mal vor langer Zeit ein Kontaktbulle. Und ich wurde im Laufe der Jahre ein paar hundert Mal wegen häuslicher Gewalt gerufen. Aber da gab es diesen einen Typen, dieses eine Stück Scheiße, den ich nie vergessen werde. Gordy. Er sah aus wie Bo Svensson. Wissen Sie, wen ich meine? Auf eigener Faust filmlich gesehen? Nein. Naja, egal. War ein ziemlicher Brocken. Etwa 2,5 Zentner. Aber seine Frau. Oder was immer sie war, seine Kleine. War eine zierliche Frau. Wie ein Vogel. Handgelenke wie dünne Zweige. Jedenfalls wurden mein Partner und ich jedes Wochenende dahin gerufen. Einer von uns nahm sie dann beiseite und sagte, kommen Sie, heute erstatten wir aber wirklich mal Anzeige. Das war nicht sowas wie, tief im Inneren liebt er mich wirklich, das hatten wir oft genug, aber da nicht. Diese Frau hatte Angst, sie wollte ihn nicht verärgern, auf keinen Fall, nur das nicht. Also blieb uns nichts anderes übrig, als sie verarzten zu lassen und ihn aufs Revier mitzunehmen und in die Ausnüchterungszelle zu sperren. Da schlief er sich aus und am nächsten Morgen kam er wieder raus, durfte nach Hause. Aber einmal war mein Partner krank geworden. Das heißt, ich war allein. Und der Anruf kam und es war wieder der übliche Mist. Hat er unter der Dusche die Nase gebrochen oder so? Ich leg ihm Handschellen an, pack ihn in den Wagen und wir fahren los. Und während wir fahren, statt einwärts zum Revier, da sitzt dieses perverse Arschloch bei mir auf dem Rücksitz und summt Danny Boy. Und das ging mir ganz gewaltig auf die Eier. Und statt links abzubiegen, fuhr ich nach rechts, raus ins Nirgendwo. Ich ließ ihn sich auf den Boden knien und steckte ihm meinen Revolver in den Mund. Und ich sagte zu ihm, das war's dann. Jetzt ist endgültig Schluss. Und er weint und pinkelt und scheißt sich voll und schwört, dass er sie in Ruhe lassen wird und heult laut auf, soweit das mit einem Revolver im Mund geht. Dann sage ich, er soll den Mund halten. Ich muss darüber nachdenken, was ich jetzt mit ihm mache. Natürlich wurde er ganz still. Machte keinen Ton. Keinen Muckser mehr. Wie ein Hund, der beim Essen auf seinen Teil wartet. Und wir standen für eine Weile einfach da. Ich, der so tat, als würde ich mir das Ganze nochmal überlegen. Und der Märchenprinz, der mit vollgeschissenen Hosen im Dreck kniete. Nach ein paar Minuten zog ich ihm die Waffe aus dem Mund und sagte, so wahr mir Gott helfe, wenn du sie noch einmal anfasst, dann werde ich so und so und so und so und bla 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 bla. Es war nur eine Warnung. Natürlich. Denn ich wollte ja bloß das Richtige tun. 2 Wochen später hat er sie dann getötet. Natürlich. Hat ihr den Schädel mit einer Küchenmaschine eingeschlagen. Als wir dahin kamen, war da so viel Blut, dass die Luft nach Eisen geschmeckt hat. Die Moral der Geschichte ist, ich hatte eine halbe Sache gemacht. Statt Nägel mit Köpfen. Diesen Fehler mache ich nie wieder. Keine halben Sachen mehr, Walter.